Hallo und herzlich willkommen am Airstrip. Wir sind gerade durch Chernobyl durch. Das habe ich euch mal erspart. Auf jeden Fall werde ich euch das nochmal zeigen, die Ortschaft. Es hat sich nämlich auch da einiges geändert, wie ich finde, zum Positiven. Insgesamt sehen die Ortschaften, also ich habe jetzt Elektro und Cherno gesehen, viel bewohnter aus, viel lebendiger. Also es kommt schon langsam wirklich Atmosphäre, mehr Atmosphäre ins Spiel als einfach nur so hingeworfene Texturen. Das gefällt mir ganz gut. Und ich habe einen Karabiner gefunden. Wo ist er? Da ist er. Mit Magazin und einem Scorpion. In einer Polizeistation. Die jetzt auch ein bisschen anders aussehen. Ja, möchten wir jetzt einfach nur mal das Airstrip anschauen. Inwieweit hier umgebaut wurde und was hier natürlich auch an Loot zu finden ist. Man kann also momentan nicht mehr auf eine Serverliste schauen, um zu wissen, wer spielt denn jetzt mit mir. Allerdings kann man natürlich über das Steam Overlay einfach nur bei Freunde auf Mitspieler klicken und dann sehe ich auch, wer jetzt gerade mit mir auf dem Server spielt. Hier also als kleiner Kniff zwischendurch, so dass ihr trotzdem noch sehen könnt, was bei euch auf dem Server los ist. So, ich gehe komplett ohne gezogene Waffen hier durch, einfach nur um erstmal deeskalieren zu wirken. Und mit dem Karabiner, denke ich, kann ich hier eh nicht viel ausrichten, weil das schon mal ewig braucht zum Nachladen. Ja, mal schauen, was hier noch an Loot, wenn überhaupt noch was da ist, zu finden ist. Hier ist ja schon mal alles offen. Das sieht doch ziemlich leer aus. Von der Optik her muss ich sagen, hat sich hier jetzt gerade nicht viel verändert. Hier scheint schon mal nichts zu sein. Da war ja zum Schluss mein letztes Video oder die letzten Sessions, die wir hier noch in DayZ gespielt haben, war ja auch in diesen Gefängnishäusern. War ja auch nichts mehr drin, also kein Loot mehr zu finden, leider, komischerweise. Ich würde gerne mal auch so auf die Türme durchgucken, ob es da Optiken zu finden gibt, aber das ist mir jetzt gerade hier ein bisschen zu gefährlich. Okay, hier liegen Reifen habe ich schon gefunden ohne Ende, auch wieder eine Batterie, die ist jetzt auch nicht mehr so selten. Globe Plug habe ich auch schon gefunden. Munition, die nehme ich mal mit. Man kann die wissen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein paar Waffen. Den Karabiner habe ich gefunden. Einfach nur in so einer unscheinbaren Hütte. Das war ganz gut. Mit Magazin schon. Richtig geil. Und was mir ebenfalls schon aufgefallen ist, ihr könnt jetzt auch in Rucksäcken, wenn ihr Rucksäcke irgendwo liegen seht, einfach mal aufheben, also beziehungsweise einfach mal reinschauen. Weil da echt oft Sachen drin sind. Also ich habe jetzt schon alles mögliche in Rucksäcken gefunden, die irgendwo rumliegen. Von Verbandzeug über Essen, Getränke, alles mögliche eigentlich, mega gut. Das finde ich wirklich gut, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn hier überall in so einer postapokalyptischen Welt leere Rucksäcke rumliegen. Ja, auch Klamotten sind manchmal befüllt. Da habe ich auch schon ein paar gefunden, wo schon Loot drin ist. Da vorne steht ein Truck, ein kaputter. Hier ist also jetzt ein Truck Spawn, das ist natürlich auch cool. Das nervt mich ein bisschen, ne? Dass diese Trucks jetzt damaged. Military Pants. Nehme ich den oder nehme ich den nicht? Ach, ich lasse die mal liegen. Also Military Pants. Ja, hier haben wir schon mal jetzt Military Loot. Ja, hier war auf jeden Fall schon jemand, denke ich. Also ich glaube nicht, dass hier wirklich alles random offen ist. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen doof, dass man jetzt jedes
Fahrzeug, was man findet, was in irgendeiner Form zu bewegen geht, sich erstmal alles wie so ein wie so ein Lego-Spiel zusammenbauen muss. Das finde ich ein bisschen dämlich. Das macht auch für mich wenig Sinn. Ne? Weil auch in so einer Postapokalypse kann es ja durchaus sein, dass irgendwo noch Fahrzeuge rumstehen. Ich finde das gar nicht so abwegig, so viele Fahrzeuge, wie sie auch gibt. Das finde ich ein bisschen doof. Oh, hier ändert sich die Optik ein bisschen, ne? Wenn man so ein bisschen läuft. In der Halle. Okay, nun schauen wir mal. Also hier fehlt einfach mal alles an diesem Fahrzeug. Weil jetzt müssen wir aufpassen, dass mich hier nicht gleich der erste weghämmert. Türen sind drin. Mein Gott, die Türen, ey, wirklich, muss man wirklich die Türen ein. Also das finde ich dämlich, Leute. Das finde ich wirklich dämlich. Macht, wie gesagt, für mich eigentlich keinen Sinn. Und das dann natürlich auch komischerweise, auch wenn man sagt, ja, okay, zu schlimmes Fahrzeug kann man wieder aufbauen. Hm, okay, ja, Postapokalypse, ja. Warum liegen denn dann in 5 Millionen Schuppen in diesem Land? Was ist das? Ist das ein Huhn? Da hinten steht ein Huhn. Ich will das Huhn abknallen. Mensch, nimm doch mal die richtige jetzt. Warum liegen denn hier überall LKW-Reifen? Ne? In jedem Schuppen, den man irgendwo sieht, liegen LKW-Reifen. Das finde ich ein bisschen schwachsinnig. Das macht für mich keinen Sinn, weil das hat kein Mensch. Also in meinem Schupfen liegt kein LKW-Reifen rum. Hallo. Ach, ich habe gar nichts. Ich habe nichts zum Feuer machen. Mist. Ich will ihn trotzdem erlegen. Einfach mal abchecken, wie es geht. So. Freundchen. Ich glaube, ein bisschen näher ran gehen wir. Schöner Hahn. Oh, ist ganz schön schwammig zu zielen jetzt. Erlegt. War aber eine schöne Animation. Also das hat mir schon gefallen. Sah gut aus. Leiche verstecken. Ja, dein Ernst. Ja, kann ich den jetzt... Kann ich jetzt... Ne? Okay, dann nehmen wir mal was in die Hand. Knife. Aha. Ja, machen wir. Komm. So. Sieht auch schön aus, ne? Schöner Gockel. Ist auch endlich mal wieder etwas, wo man den auch mal ein bisschen weiter sieht und nicht nur aus 3 Meter Entfernung. Platz brauchen wir nicht, die schmeißen wir gleich weg. Was ist das? Boah, Federn, geil. Die nehmen wir mit, ey, was ist mit you? So, was ist das alles für Quatsch hier? Glow Plug, Chicken Breast, ja, kann ich jetzt leider eh gerade nicht benutzen. Braucht kein Mensch. So, dann nehmen wir mal die Chicken Breast mit. Dann packt man das Messer wieder ein. Zack. Ja, cool, Mensch. 20 Federn. Geil. Ah, es steht auch jetzt dran, ne? Hundreds of these would probably make a comfortable pillow. One of these makes a nice arrow. Eine brauchen wir also für einen Pfeil. Das ist ganz cool. Ja, ich bin fast ein bisschen... Fast ein bisschen schade, dass sich hier in den Ortschaften so viel geändert hat, aber auf dem Airstrip nicht. Schade eigentlich. Das ist echt schade. Hier ist auch nichts. Ja gut, das Haus können wir liegen lassen. Okay, kann man hier rein jetzt? Nee, schade. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass hier unten jetzt, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das Ding jemand hier hingefahren hat oder ob das tatsächlich ein Spawnpunkt ist für diesen LKW. Er parkt halt doch ein bisschen sehr komisch, oder er steht ein bisschen sehr komisch. Nichtsdestotrotz, ganz cool, dass wir den hier gefunden haben. Zündkerze hätte ich zwar dabei, aber oh, da liegt eine Knarre drin. Bin jetzt auch am überlegen, ob ich überhaupt diese blöde Scorpion mit mir rumschleppen sollte.
So, was ist das, eine Pump? Ja, B95. Ja, will ich nicht. Okay. Ein Scope wäre noch nicht schlecht. Eine schöne Optik. Durch. Eine schöne Optik. Um hier auch mal ein bisschen was zu sehen. Ja, wo gehen wir als nächstes hin? Das ist eine sehr gute Frage. Die stelle ich euch. Wenn ihr Bock habt, euch irgendwas anzuschauen, die nächsten Tage, dann schreibt es irgendwo rein. In die Kommis oder so. Ansonsten werde ich mich sowieso Richtung Airfield bewegen. Ich möchte mir auf jeden Fall das Airfield anschauen. Die Gefängnisinsel, die reizt mich jetzt so gar nicht, muss ich sagen. Sparkplug, ja. Okay, Leute, jetzt. Okay, komm, ich hau die Chicken Breast weg. Pack mir das Ding ein. So, ist das ein LKW-Reifen? Nee. Offroad-Wheel. Offroad-Wheel, kann ich das? Nimm das mal mit. Ich probiere mal kurz was. Offroad-Wheel, kann ich das an diesen... Was liegt hier? Warum liegt hier ein Small Protector Case? Ja, da packen wir den rein. Den. Den. Das. Das. Und das. So, ein bisschen Platz machen. Dann nehmen wir den mit. Ja, cool. Protector Case gefunden. Früher war es einmal cool, weil das Protector Case nämlich, ich glaube, nur 4 Plätze mal eingenommen hat und 6 Slots frei hatte. Da konnte man also quasi mehr Zeug mitnehmen. Das ist momentan leider, oder das ist in Gänze nicht mehr so. Mit gar nichts mehr, also auch nicht mit dem Verbandpäckchen. Das ist aber schon lange eigentlich. Ja, okay. Ja, schade finde ich es, weil ich halt jemand war, der das immer benutzt hat. Andererseits macht es natürlich auch Sinn irgendwo, ne? Dass wenn ich 6 Sachen da reinpacke, dass ich auch 6 Slots im Rucksack verbrauche. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt 3 so Dosen Pfirsiche nehme und die in eine Aldi-Tüte reinhau, dann sind ja noch genauso groß. Ne? Also es wird ja nicht kleiner deswegen. Also macht das schon Sinn. So, ich möchte jetzt nur mal kurz nochmal schauen. Ein Hühnchen. Gerade noch ein Gocke gesehen, da ist das Hühnchen dazu. Möchte jetzt nur mal schauen, ob dieser Offroad-Reifen hier ranpasst. Passt der da ran? Natürlich nicht, ne? Ne. Ne. Hau weg das Ding. Hauen wir nicht. Schade. Okay. Ja. Wie gesagt, das war das Airstrip. Gucken wir mal schnell darüber. Hühnchen! Wo kommt das denn her jetzt eigentlich? Ist das einfach da gespawnt worden, weil ich den Gockel abgeknallt habe? Oder? Würde natürlich keinen Sinn machen. Oder es wäre natürlich richtig geil, wenn die flüchten würden, ne? Einfach abhauen, die Tiere. Wenn man hier ein anderes schießt. Okay, LKW. Ja, toll. Hat der einen Inventar? Kann man den jetzt... Ne, schade. So, hier ist auch nix. Ja, also Airstrip hat sich leider nichts verändert. Schade eigentlich. Schon gedacht, dass jetzt noch irgendwas Cooles hier reingebaut ist. Wäre auf jeden Fall geil gewesen. Aber dem ist leider nicht so. Ja, dann setzen wir unsere Reise fort Richtung Airstrip beziehungsweise Airfield und die Military Base. Auf dem Weg nehme ich natürlich auch noch mit. Möchte natürlich Loot haben, ne? Ist ganz klar. Hosen, Jacken ist ein bisschen doof. Ich habe die Feuerwehrjacke jetzt schon wieder ausgezogen, weil sich hier ständig überhitzt mit dem Rennen und allem. Ist ein bisschen doof. Und Wasserflasche fehlt mir noch. Ich leider auch noch keine gefunden. Ja. Gut. Okay, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Military Base. Bis dahin. Tschüss.